Ja, es ist klar. Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf. Geh mir auf den Sack. Ich hab keine Waffe. Was ist das für ein Trip hier gerade? Park, gib Bell noch eine Spritze. Nein! Jetzt spritzt du mich. Alter, jetzt spritzt. Bells Herzfrequenz ist bereit. Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Hast du ein A-Loch? Gut, der Körper stabilisiert sich. Die Herzfrequenz sinkt. Was? Alter, was? Die Steuerung ist ja richtig widerlich. Wieso kann ich hier einen Automaten spielen? What, what, what? What, 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 what? Alter! Oh, was zum Fick? Hui! Okay, jetzt wird die Hölle. Boah. Ey. Ja, gut, bei denen habe ich keine Chance mehr, bei den einen. Bei den Dreier so ein bisschen die Chance, weil du dann noch den darunter berühren kannst. Eieiei. Ei, ei. Okay. Bell, geh durch eine Tür. Ja, will ich ja. Oh. Oh, Chat, warum macht ihr denn die ganze Tür hier zu? The fuck? Wird das jetzt hier gerade ein Horrorspiel oder sowas? Ja, dann mal größer. Okay, ich kehre um. Und wiederholt sie alles. Alter, was soll? Hey, das stand gerade öffnen. Was, das Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Weiß ich doch nicht. Bell, vergiss das Scheißlabor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Was ist mit dem? Der manipuliert mich. Exakt. Hallo Ossi. Danke, die Mission ist Brainfuck. Die ist richtig Brainfuck, aber irgendwie auch voll geil. Genossen. Die USA und ihre Verbündeten. Verzehrung. Okay. Adler.
Alter, das ist alles vollgekleistert hier mit Zetteln. Don't trust Adler. Okay, warum soll ich ihn nicht trauen? Ich meine, er scheißt jetzt gerade auch auf unser Leben. Wir kennen uns seit Jahren. Die Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Haben in Vietnam die Hölle erlebt. Wir machen eine Mission. Okay, irgendwas stimmt nicht. Noch eine Runde? Jetzt willst du meine Meinung. Thomas, wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Alter! Bereit. Was ist mit ihm? Da waren wir schon. Ich hau dir gleich aufs Maul! Springe zur nächsten Stelle. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Bell. Ich ginge. Ich gehe jetzt wieder zurück. Trau dir nicht! Bell, öffne die Tür. Nein! Erzähl mir von Perseus. Erzähl dir gleich, wie die Spritze in deinem Auge sein wird. Die Spritze kam in dein Auge. Das ist passiert. Irgendwas zu dir gesagt. Was war es? Dass ich den Doppelspritzen geben soll? Die Tür. Warte, geh mal. Geh hinein. Der triggert mich gerade extrem. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Wahl. Was haben wir denn jetzt mit Perseus zu tun? Sind wir Perseus? Warum weiß ich das? Genossen. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Ich? Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle. Zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Du musstest zum sowjetischen Bunker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammen gekämpft, geblutet und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen. Ja. Geil. Meine Erinnerungen sind alle falsch. Oh nein. Was für Drecksäcke. Und anscheinend sind wir der Drecksack. Und anscheinend zu den Bösen. Die hast du gerettet!
Ja, soll das. Super. Sie kommt zu sich. Deswegen war es denn scheißegal, was mit mir passiert, ne, gerade. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Du bist verwirrt. Da bin ich. Wir erklären dir später alles. Jetzt müssen wir einander helfen. Helfen? Was habt ihr mit mir gemacht? Eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell, du warst einer von Perseus Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Ach, das war in dem Auto denn da, ne? Stimmt, der hat doch dann ins Auto reingeschossen. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Uff. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Letztendlich blieb kein spezifischer Hintergrund hängen. Du hast dich allem widersetzt. Also haben wir es geheim gelassen. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas-Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Ihr Schweine. Ihr seid krank! Das ist echt krank! Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Ja, schön, dass ihr mir aber diese grausamen Erinnerungen eingepflanzt habt. Danke. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Alter. Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen. Was wir getan haben. Du musst verstehen, ja. Was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt ja, verstehe ich auch. Nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle. Zünden wir die Waffen aus Sicht in Solovetsky. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Na
sicherer Entfernung in Solowetzki. Solowetzki. Sims, hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Ich glaube, der wird mir nur in den Rücken schießen, ey. Hätte auch lügen können, aber dann wäre ich loyal gewesen und dann wären Millionen Menschen gestorben. Uff. Bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden. Wow, yummy. Manche von uns werden Grenzen überschreiten, damit es diese Grenzen morgen noch gibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen. Und ich. Ich jage dieses Gespenst schon seit 13 Jahren. Guter Plot-Twist, dass wir im Grunde eigentlich zu den Feinden gehören, ja, und dass sie uns... Ja? Das lasse ich mir nicht entgehen. Die Scheißkerle zahlen für den Mord an Lazar. Du kriegst deine Chance. Noch 2 Kilometer bis Solowetzki. An alle Einheiten, EMP unterwegs. Starfish im Anflug. Was machen die danach mit uns? Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Ich weiß es. Ja, schön. Hast ja auch gespielt. Ich sag töten. Ich habe auch so das Gefühl, dass sie uns danach dann ausschalten. Party! Party, tot! Feinde! Jede Menge Feinde! Jetzt wird's heiß! Feuer! Alter! Boah, man kriegt die voll auf die Fresse! Eine tote Party, ja. Hä, warum geht denn das nicht kaputt? Hä? Er schießt doch drauf, warum explodieren die nicht, die Türme? Ich weiß jetzt nicht, was... Kein Plan, was jetzt hier gerade nicht funktioniert. Kein Plan. Ich sterb die ganze Zeit. Feinde, Feinde, jede Menge Feinde. Hä, warum geht das nicht? Keine Ahnung. Wir haben nur Platz vertrunken, ich glaube auch. Ich ziehe doch schon höher. Das ergibt keinen Sinn.
Ich sterb vorher immer. Das ist eine Waffe, mit der ich mag die Waffe nicht. Feinde, überall Feinde, bla bla bla. Hey, das geht nicht kaputt! Wollt ihr mich verarschen? Das geht nicht kaputt! Das ist jetzt ein Witz! Hey, euer Ernst denn jetzt hier? Du siehst aber auch keine Granaten. Ich sehe gar nichts. Halt deine... Aber stimmt doch nicht. Wurde Zeit, dass ihr aufschließt, Woods. Was für eine Mission neu starten? Keine Ahnung. Scheiß geile Zahlen für den Mord an Lazar. Du kriegst deine Chance. Noch 2 Kilometer bis Solovetsky. An alle Einheiten, EMP unterwegs. Starfish im Anflug. 400 Knoten. Ich höre immer nur dieses Piu, Piu. Aber bevor die Funktürme wieder online sind. Wer ist es hier? Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Wenn das jetzt auch nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Scheiße, meine Füllungen fallen gleich raus. Feuer! Jetzt wird's heiß. Feinde! Jede Menge Feinde! Feuer! Komisch, jetzt funktioniert's! Das war einfach ein Fehler vom Spiel. Wow! Wow. Vorrücken! Vorrücken! Los, los, los! Ja, das war ein Bug dann. Toll. Weil ich habe mich gewundert. Ich ziele die ganze Zeit darauf und drüber und nichts passiert. Habe ich auch eine Sniper oder sowas? Nee. Also eine richtige Eile. Aber die reicht auch. Da kann ich aber auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich aber. Kriegsgebiet hier. Mason, Woods, rechte Seite schützen. Oh, das ist ja mein Teamkamerad. Mal wieder. Zerstöre das Luftabwehrgeschütz. Okay. Schauen wir, was es hier so gibt. Zur Munition.
Zerstöre das Luftabwehrgeschütz! C4 platzieren. Ladung ist scharf. Piep. Gute Arbeit, Bell. Auf zur Kirche. Gute Arbeit. Ja, mein Feind. Danke. Bitteschön. Mähe sie nieder. Nächsten Putz. Schaltet alle Luftabwehrgeschütze im Westen aus. Verstanden. Mäh. Hab sie niedergemäht. Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet. Wir müssen die Bomber starten. Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt. Das reicht nicht. Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen. Wir kriegen nur eine Chance. Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zu starten, sobald ich es dir sage, Hudson. Sind das hier Katakomben oder was? Kontakt! Ich suche ihn! Genau die richtige Waffe, die ich gerade brauche. Den Kopf. Wo ist er denn? Ah! Oh, was hat der denn für einen Helm? Am besten, wenn wir ganzen Granaten auf den werfen. Vielleicht fliegen ein paar Körperteile. Das ging schnell. Scheiße, ich hasse diese Kerle. Schalt ihn aus, schnell! Warum soll ich ihn eigentlich ausschalten? Bin ja nur der blöde Spion. Ich komme hier nicht weg! Mann, blöder Ohrhaut. Auf den Kopf! Fritz. Joghurt. Teppich. Mann! Bisschen blöd, Mann. Hauen die alle ab. Und den erlebt er noch. Nee, hey, doch nicht. Scheiße, ich hasse diese Kerle. Schalt ihn aus, schnell. Wo ist denn der? Wo ist der hin? Der lässt mich jetzt voll alleine mit dem. Was für ein Arsch. Ziel auf den Kopf, auf den Kopf. Und du haust ab, oder was? Guck mal, wie er abhaut. Du kannst mir schön helfen hier. Mach ihn kalt, wir verlieren Zeit. Noch
Seit wann sind NPCs hilfreich? Ja, weiß ich nicht. Sie haben wieder Strom. Adler, siehst du das? Woods, uns läuft die Zeit davon. Ich muss Hudson den Startbefehl geben. Das ist ein großes Risiko, wenn das Geschütz nicht erledigt ist. Vorsicht, schweres MG auf dem Kamm. Hudson, starte den Bombenangriff. Bestätigt. Hol dein Team da raus, Adler. Wenn wir das Luftabwehrgeschütz nicht ausschalten, haben die Bomber keine Chance. Halt euch besser, verdammt. Ein was? Ich habe keine Ahnung. Sag mir nicht. Bell macht dies, Bell macht das. Befehle bestätigt. Bombenangriff steht bevor. Bell, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Koordinaten bestätigt. Scheiße. Soll ich mal eine lustige Story erzählen? Was denn? Sie haben wieder Strom. Langsam habe ich vor den ganzen WTF-Momenten in dem Spiel die Angst, dass man am Ende als 56-jähriger Klaus Dieter wach wird, der einfach einen über den Durst getrunken hat und in der Sonne auf dem Balkon eingepennt ist. Du musst schon wieder pinkeln. Wow, was ist denn mit deiner Blase los? Gleich. Dori, danke schön für dein Resub. Warte. Im 11. Monat. Dankeschön. Ja, du hast mich schon so lange an der Backe, wenn nicht noch länger. Ja, das stimmt. Du bist auch schon eine ganze Weile hier. Sehr, sehr lange. Zeit vergeht aber auch. Das ist echt, ist echt nicht normal. Auf jeden Fall Dankeschön. Schalte das MG aus. Befehle bestätigt. Bombenangriff steht bevor. Bell, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Ja, mach mir nur mehr Druck. Meine Güte. Oh, was? Die Funktürme fahren immer noch hoch. Das ist unsere Chance. Ach, das bist du ja. Scheiße. Oh mein Gott, das sind viel zu viele. Sofort! Boden ist Lava! Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und was ist mit uns jetzt? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werd verrückt.
Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Okay. Hallo, Ryan. Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Wie sieht es bei euch aus? Komm. Woods, habt ihr sie gefunden? Hier drüben. Hilf mir mal. Ewig, ne? Nimm meine Hand, Bell. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bell. Danke für den Follow, Gras, mit sehr vielen Zahlen und Buchstaben. Mein Deutsch ist nicht gut. Er ist nicht schlimm. Ich verstehe aber trotzdem, was du schreibst. Was Neues über Kasim Chabadi? Ja, seit seinem Tod und dem von Arash Kadivar ist ihr Terrornetzwerk zusammengebrochen, da die Überlebenden sich nicht einig waren. Weil sie keine klare Führung haben, haben sich die Russen offenbar von ihnen gelöst und wollen alle Spuren verwischen. Vor ungefähr 72 Stunden brannte das Hauptlager der Kämpfer nieder. Es ist nur noch Asche. Die wenigen, die überlebt haben, scheinen sich getrennt zu haben und sind untergetaucht. Was ist mit Anton Volkov? Volkov ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten Agent Azulays Leiche aus der Anlage in Kuba bergen. Präsident Reagan hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetzki weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nicht mehr. Wir haben diesen Hurensohn Eldridge ausgeschaltet, genau wie seine wichtigsten Leute hier in den Staaten. Böse Worte. Perseus wird eine Weile brauchen, sich davon zu erholen. Was ist mit Europa? Wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rutnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Ah, das war die Nebenaufgabe. Wir konnten von Rutniks wichtigsten Leuten eliminieren. Um das Problem müssen wir uns später kümmern. Und Bell? Oh mein Gott, an einer Klippe? Warum sind wir an einer Klippe? Mach den Kopf frei, was? Ja, schießt du mich jetzt? Zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Er schießt mich. Ja. Ja, es war so klar. Es war so klar. Blöder Pisser. Du lernst Deutsch in der Schule? Ich kann bis jetzt sehr gut lesen, was du schreibst. Mir geht's ganz okay. Und selbst? Was für ein Arsch. Wo ist Perseus? Also, geht die Aufnahme? Ja.
So, wir lügen jetzt für das zweite Ende. Ja, danke schön, Keks. Bitte nicht ins Auge pieksen. Haben sie schon. Wir sind schon durch. Sims, hol Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten. Wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Mhm. Du Drecks. Du gehörst zu uns. Ja, ja. Adler. Gut. Ja. Sag euch nach. Wir brechen bald auf. Vor 5 Jahren hat der NATO-Geheimdienst ein unbekanntes Signal mit hoher Sendeleistung entdeckt. Das neue Signal sorgte weltweit für Funkstörungen. Und für diverse Verschwörungstheorien. Die NATO hat es zu dieser Einrichtung in der ukrainischen Sowjetrepublik verfolgt. Der Duga-Radaranlage. Ein Überhorizontradar. Ein enormer Fortschritt gegenüber ihrer alten Raketenabwehrtechnik. Und zieht jede Menge Saft. Damit könnten sie jedes beliebige Langstreckensignal aussenden. Die Zündungscodes für Greenlight-Atombomben in Europa. Wo genau ist das denn? Knapp 100 Kilometer nördlich von Kiew, zwischen Pripyat und Tschernobyl. Rundherum gibt es kilometerweit nichts als Wälder. Ein perfektes Versteck für Perseus. Wir müssen euch weiter draußen absetzen. Keine Aufklärung, keine schwere Unterstützung. Nur ein kleiner Infiltrationstrupp. Kein Problem. Sag einfach, wo es lang geht. Bell ist in letzter Minute für uns eingesprungen. Ich hatte nie Zweifel. Hatte nie Zweifel. Dann kriegst du hier rein, hier den kleinen Finger. Ins Auge. Adler, ich sehe immer noch keine Aktivitäten von unserer Seite. Hier auch. Ich habe nichts gesehen. In Ordnung. Alle beim Tor sammeln. Uff, was ist das denn, ey? Vergisst du auch wirklich nichts, Bell? Ich weiß gar nicht, was er meint. Ich habe keine Erinnerung mehr. Hier ist nichts. Das kann nicht der richtige Ort sein. Wir haben bei uns auch nichts gesehen. Sieh was! Sie hat uns angelogen! Stimmt das, Bell? Du lockst uns ins tiefste Russland, damit Perseus diese Atombomben zünden kann? Alter! Geh in Deckung! Rein, Händler, wir geben Deckung! Los, hoch die Tür! Bereit für ein bisschen Vergeltung? Bell, du machst einen Fehler! Mach ich das? Alter, was? Was für ein Plot-Twist, ja! Hier drüben, komm! Das ist es! Dein Freund.
Feind ist hier durchgegangen. Er ist nicht weit. Komm raus. Ja, jetzt werde ich immer was ins Auge pieken. Die Zeit wird knapp. Und auch der Platz. Die Katze wird zur Maus. Schön, dass es dich noch interessiert. Gibst du mir Feuer? War klar. Willst du mich noch mitnehmen? Blöder, ins Auge, komm. Ich will dir auch ins Auge pieken, komm. Das war ein bisschen weiter unten, aber gut. Hätte schon längst jemand beseitigen sollen. So, jetzt ins Auge. Der hat mir ganz viel mit Spritzen ins Auge gepiekt. Du kennst mein Gesicht, oder? Solowetzki, bereithalten für Sprengbefehl. Sagt euch nach. Ich finde, du hast dir diesen Moment verdient. Geil. Tag, Teuchner. Ich wünschte, wir könnten nach Solowetzki zurückkehren und zusehen. Aber das Kapitel... Wird er mich jetzt auch umbringen? Das nächste beginnen wir gemeinsam. Du warst gut. Und nach all der Zeit, glauben Sie immer noch, ich wäre Perseus. Als ob Was? Ein Einzelner allein jemals Perseus sein könnte. So amerikanisch. Ja, wir, also alle. Wir brauchen eine neue Heimat. Wir überraschen das Zentralkomitee, genau wie die CIA. Auch wenn wir die beste Wahl für unsere Heimat gefällt haben. Nicht. Für die Menschheit. Ihre Augen werden benebelt sein, wie unsere es waren. Komm. Lisa hat die Welt zerstört. Noch viel zu tun. Uff. Wie viele Greenlight-Bomben hat er gezündet? Jede einzelne, Mr. President. Weiß jemand, dass das unsere Bomben waren? Vor einer Stunde wurden anonym Daten über Operation Greenlight veröffentlicht. Vermutlich von Perseus. Wir bekommen Anrufe aus aller Welt. Welchen Plot-Twist meinst du jetzt? Sie und Vizepräsident Bush werden sofort an sichere Orte verlegt. Alles, was auch nur im Ansatz hiermit zu tun hat, soll verschwinden. Für immer. Können Sie das veranlassen? Ja, das hat er ja gerade gesagt. Wie die Amerikaner denken können, dass es einen Perseus gibt, weil alleine ist das nicht möglich. Ja, das habe ich schon verstanden. Lisa, tu, was sie am besten kann. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Wir werden Europa brennen sehen. Das US-Imperium wird unter der eigenen Last zusammenbrechen. Aus einer Welt mit zwei Supermächten wird eine Welt mit einer. Der Sowjetunion. Und wenn die Anführer dieser neuen Ordnung die Gelegenheit vergeuden, die wir ihnen bieten, werden auch sie ersetzt. Kasim Javadi, deine... ehemaligen Freunde haben ihn getötet. Egal. Kasim war ein schwaches Glied. Und die Kette darf nicht reißen. Es freut mich, dass du Anton Volkov nicht getötet hast, als du es hättest tun können. Es gibt noch eine Chance, ihn zurückzuholen.
Finde ihn. Mhm. Und dann töte ihn, okay. Jetzt hast du das Spiel wirklich durch. Ja. Du sagst, welches Ende fandet ihr jetzt? Ursula starb in Kuba. Besser? Wir werden ihn nicht vermissen. Er wird unseren Agenten im Nahen Osten nicht mehr retten. Wir haben jetzt unschuldig umgebracht. Was den Rest angeht, es war ein Vergnügen, sie an deiner Seite zu vernichten. Zweite, ich will die Welt brennen sehen. Zweite, wow. Das ist ja. Wir das, was gerade läuft, also das Zweite. Doch die CIA hat unsere der Chat, wie er live und lebt. Robert Eldridge wurde getötet. Und unser Netzwerk ist zusammengebrochen. Es könnte Jahre dauern, bis wir wieder auf den Beinen sind. Der Tod von Major Vadim Rudnik ist ein schrecklicher Verlust für das postnukleare Europa. Er sollte die Zukunft im Sinne Russlands herbeiführen. Hoffentlich können wir auch ohne ihn unsere Pläne verwirklichen. Zum Glück hat die CIA keinen von Rudniks drei wichtigsten Agenten erwischt. Sie werden helfen, das Loch zu füllen, das er hinterlassen hat. Aber glaube mir, diese Rückschläge... Gutes Nächtle. Schlaf schön und danke, dass du da warst. Erhol dich gut. Wie spät ist es eigentlich? 21.03 Uhr. Wir fangen gerade erst an, aber wir haben da die Welt in Asche gelegt. Nee, ich fand das Zweite jetzt auch besser. Im Ersten wurden wir einfach erschossen wie so ein... Fand ich jetzt nicht so cool. Jetzt müsste Musik wahrscheinlich spielen, aber ich habe das ja ausgeschaltet. Ja. Foi.